Die Vorstellung, Donald Trump könnte die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen, ist für Amtsinhaber Barack Obama eine wahre Schreckensvision. Er hat nicht das Temperament, er hat nicht das Wissen, er scheint auch kein Interesse daran zu haben, das Wissen zu erwerben oder die grundlegende Rechtschaffenheit, die ein Präsident haben muss. Und das war schon so, bevor wir ihn darüber reden hörten, wie er Frauen behandelt. Bei seinem Wahlkampfauftritt für die Demokratin Hillary Clinton in Ohio sagt Obama, bei einem Einzug des Republikaners Trump ins Weiße Haus stehe nichts weniger als die Demokratie selbst auf dem Spiel. Ihr habt die Gelegenheit, eine dunkle und pessimistische Vision eines Landes zurückzuweisen, indem wir uns gegeneinander wenden und wir uns unserer Rolle in der Welt entziehen. Ihr könnt eine Politik der Angst, der Missgunst, der Schuldzuweisungen, der Wut und des Hasses zurückweisen. Mit seinen populistischen Parolen und frauenfeindlichen Sprüchen spaltet Trump sein Land und bringt auch wichtige Vertreter seiner republikanischen Partei gegen sich auf.